Red Card Theorie ist ja momentan in aller Munde. Manchmal, da trifft mich irgendwie der Schlag. Da merkst du einfach, du bist ein uralter Sack. Wisst ihr warum? Momentan, die ganz modischen Menschen tragen zwei Reiher mit Knopfleiste, mit zwei Knopfleisten. Die habe ich schon getragen, da wart ihr noch gar nicht auf der Welt. So, was ich aber nicht wusste, ich habe die dann alle mal weggeschmissen vor 40 Jahren und jetzt sind die wieder in. Hätte ich die mal behalten, wäre wahrscheinlich schlauer gewesen. So, Red Card Theorie habe ich vor gefühlt 700 Jahren erzählt. Selektive Wahrnehmung. Wir sehen immer das, was wir eigentlich bewusst sehen wollen oder sehen müssen. Wenn du schwanger bist, siehst du plötzlich nur noch Schwangere. Das ist schon immer so gewesen. Wenn du dich auf rote Autos fokussierst, siehst du plötzlich nur noch rote Autos. Wenn du das Gefühl hast, irgendetwas erreichen zu wollen und du hast das visuell vor Augen, siehst du plötzlich diese Dinge oder wünschst sie dir zu sehen. Unser Gehirn kann Wahrheit und Unwahrheit nicht wirklich unterscheiden. Deswegen ist ja auch der Punkt, wenn du Nein sagst, so schwierig, weil unser Gehirn das Wort Nein nicht kennt. Und deswegen wird es spannend. Denn die meisten Chancen erkennst du immer nur an den Rücklichtern der Autos, die an dir vorbeigefahren sind und die Chance inne hatten. Wenn du aber dich von vornherein auf eine Chance, auf das, was du erreichen willst, programmierst, dann wirst du schneller die Chancen sehen. Deswegen, es gibt kein Glück. Viele glauben, das Glück fließt deinem zu. Der Punkt ist ein ganz anderer. Weil du dein Mindset, deinen Fokus darauf gerichtet hast, wirst du das sehen, was andere nicht sehen, obwohl beide an den gleichen Dingen vorbeilaufen.